Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 21. September 2023. Und unser DAX, den hat es hier heute gut durchgeschüttelt. Wir sind gutes Stück nach oben angezogen. Hatten uns gestern ja vorbereitet und gesagt, wenn der hier drüber schiebt aus dem Tageschart. Was gestern mit dem Doji? Wir bringen jetzt nichts durcheinander. Doch, genau, wir hatten das Doji gestern und haben deswegen gesagt, wenn sich über der Kerze nach oben schiebt, gerade so 37, 57, dass er dann eben auch locker wieder hoch kann. 800 eher, vielleicht sogar 850, 860 haben wir uns bestimmt angeguckt. Die hat er nun nicht erreicht, ist auf die 800 hoch, von 800 wieder eingetreten. Das ist soweit jetzt erstmal nicht verkehrt. Verkehrt ist aber, dass er jetzt so tief schließt. Ja, also das ist schon dolle tief. Ja, 37 als Rücklauf, also hat man es auch in den Premium-Updates geschrieben, haben auch gesagt, von 800 Rücklauf auf 37, das wäre zu erwarten. Aber dass er jetzt so tief drunter schließt, ist natürlich jetzt eine Steilvorlage auf der Unterseite. Ja, fast schon, weiß nicht, soll offensichtlich. Da muss man noch ein bisschen aufpassen, wenn es zu offensichtlich ist, dann heißt das nicht immer, dass es gut klappt. Aber ich würde mich niemals gegen die Offensichtlichkeit stellen, wenn sich das auch noch bestätigt. Also, auch wenn das offensichtlich wirkt, wenn der jetzt Schwäche zeigt am Donnerstag und nach unten durchdrückt, also wir kennen Donnerstag im DAX halt, ne? Also da kann schon mal gut was gehen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu offensichtlich, aber ich würde deswegen nicht long gegen handeln, wenn der da jetzt unten rausreibt. Also dann soll er halt fallen, ja? Dann soll er da unten weiter rein, wird er vielleicht sogar auch einen Short dann freigeben. Und wenn er jetzt hier wirklich zur Schwäche neigt, hätte er überhaupt kein Problem damit, hier nochmal Kästchen nach unten ranzuspielen. Das passt wirklich nicht zu diesem dynamischen Anstieg, aber man sollte niemals nie sagen. Das passt auch nicht dazu, dass wir hier oben eigentlich die Stops nicht bereinigt haben. Wäre ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ist dann eben so. Also, wenn Schwäche kommt, ich würde mich nicht long gegenstellen. Also, gerade unter 700, finde ich schon, hat ein bisschen wieder so einen Riss nach unten auf dem 670 noch unterbieten. Das macht mit jeder Marke wieder tieferes frei. Und guck mal, da sind wir schon bei 460 jetzt, ja. Wenn er zwei gleiche Wellen nach unten wegtritt, dann ist er bei 460. Das ist das alte Verlaufstief, was wir links im Chart haben hier, ja. Das ist das 460 gewesen. Ja, dann wird er einmal durch die 200-Tage-Linie durchlaufen. Das haben wir auch gestern schon mal besprochen, dass er sowas auch gerne macht, dass er einmal drunter schließt. Und von daher sollte man das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, wenn er jetzt unter 700er weiter drückt, lasst machen. Der hat da Platz da unten. Er kann sich da wirklich schon austoben. Aber wie gesagt, das ist sehr offensichtlich. Kann mir vorstellen, dass viele jetzt auch short motiviert sind am Donnerstag. Und wenn, das kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal macht er das ganz geschickt. Der macht dann Abwärtsgap. Ha? Und selbst die Leute, die short wollen, die handeln dann alle long. Das ist manchmal ganz faszinierend. Ja? Die schreiben sogar, oh, der Markt fällt heute auf 15.500 und sind dann aber selber long drin. Das ist ganz faszinierend, wie der Markt das immer wieder hinkriegt. Aber das funktioniert sehr gut. Und natürlich fällt er dann trotzdem, auch wenn alle sagen, dass es fällt. Weil die alle long drin sitzen selber. Ne? Ich denke, das kennen auch viele von euch. Ihr seht den Markt steigen und habt plötzlich einen Short drin und ärgert euch dann selber drüber, dass ihr da Short gegangen seid. Aber das ist der Markt, der provoziert das halt. Ne? Damit muss man auch lernen, umzugehen. Das machen wir jetzt beim Seminar am Wochenende. Können sich diejenigen drauf freuen. Ja, habe auch jetzt den Link schon rumgeschickt, den Webinar-Link zum Einbuchen. Auch die Seminarunterlage zum Download ist schon freigegeben. Das heißt, wer bezahlt hat, hat da jetzt schon alles bekommen. Heute sind noch ein paar Sachen reingeklackert. Das mache ich dann gleich noch fertig. Die zwei Leute, ja, zwei waren es, glaube ich, ne? Die heute noch was geschickt hatten. Das geht dann heute noch raus. Und ja, ansonsten freue ich mich aufs Wochenende. Und, aber halt, wie bin ich jetzt? Jetzt bin ich vollkommen abgeschoben. Wir waren hier noch gar nicht fertig. Also, ihr habt es mitgekriegt, ne? Platz ist nach unten. Wir haben die 600, die 670. Merken, 670 ist wichtig, die 600 ist wichtig. Die 550, 530 ist wichtig. Da ist die 200-Tage-Linie und da ist dieses Gap hier. Und drunter halt die 460. Aber der darf auf tiefer. Also 360 ist jetzt, 460 ist jetzt nicht nur ein Plus-Ultra-Plus, weil da ein letztes Tief ist. Der dürfte auch tiefer. Er dürfte auch locker eine 380, 360 anlaufen. Das wäre nicht verboten. Und so eine Konstellation im Übrigen haben wir auch im M5 vorgestern drin gehabt, wenn ich mich nicht irre. Da ist es sogar hinten raus auf die lila Linie nochmal drauf getippt. Ja, also das wäre natürlich ein ordentlicher Schmatzer. Das würde auch nicht zum Donnerstag gleich schaffen.
Aber man muss ein bisschen offener sein auf der Unterseite. Aber man muss eben auch aufpassen, wenn er diese offensichtlichen Signale nach unten gar nicht bestätigt und beispielsweise zum Donnerstag direkt nach oben frontal über eine 37 wieder rüberschrubbt. Eine Stärke zeigt, direkt von Beginn an, dann lasst ihn laufen. Solange der auf grünen Stundenkerzen treibt, kann der easy bis 860 noch draufdrücken. Na, dann war das nämlich bloß eine kleine Falle, um sich hier ein bisschen der Longs zu entledigen, die vielleicht zu aggressiv drin gegangen haben. Macht er noch seine 860 komplett und dann kann man sich den nochmal angucken, ob man von dort wegschiebt oder nach unten. Aha. Also über 37, um es kurz zusammenzufassen, hat der durchaus Platz, bis 860 sogar durchzubumsen. Ja, wenn er unter 700 aber bleibt und das auch hält und sich schwächlich zeigt, ich würde nicht long gehen. Ja, dafür ist mir zu heikel hier. Das ist auch sehr, also das ist keine starke Leistung, was wir hier die ganze Zeit sehen. Ne? Das ist eher mehr am unteren Range-Rand ums Überleben kämpfen und irgendwann gelingt ihm das nicht mehr. Und dann verhauen sie ihn mal kurz, bis ein neues Tief kommt. Wenn er sich dort gut macht, dann wird er wieder dynamisch hochgezogen oder er krepiert halt vollkommen. Ja, aber das ist wie hier mit dem Hoch. Eigentlich muss er da einmal drüber. Oder am Tief halt einmal drunter, um wieder nach oben zu ziehen, um diese Bereinigung einzusetzen. Das sieht man sehr, sehr, sehr häufig. Ja, und deswegen würde ich hier mich einfach noch offen zeigen. Insbesondere auf der Unterseite unter 700. Oder wenn er wirklich das Offensichtliche auskontern will, dann über 37, weil das könnt ihr auch beobachten, wenn der da Stärke zeigt. Sind jetzt alle so angetatscht von diesem Runter von der Fed. Da hauen so viele Short dagegen dann. Und dann zieht es den mit dem Stop-Loss die ganze Zeit nach oben. Ja, das ist ganz, ganz, ganz typisches Bild. Ja, mehr kann ich hier nicht mitgeben. Ja, naja, sind hier offen. Wir haben ein bisschen vor Augen, dass hier unten ein bisschen eskalieren kann. Ja, das sollte man vor Augen haben. Man sollte die Marken kennen, die da angelaufen werden, auch wenn man irgendwie mal einen Fehler gemacht hat, dass man weiß, wo man wieder rauskommt im Rücklauf. Und ja, ich würde einfach zumachen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Für das Video zum Freitag, bevor es dann ins Webinar, ins Seminarwochenende geht. Also, macht's hübsch, bis morgen. Tschüss.